können wir als Lebensgemeinschaft, als wirklich wunderschöne Stadt hier diskutieren. Meinungsaustausch auf dem Marktplatz. Der erste Pirner Bürgerdialog war ein Angebot der Stadtverwaltung, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir haben uns nur wenige Zeit ausgesucht. Wir stehen heute draußen. Wir hatten das im Vorgespräch gehabt, weil drinnen gerade nicht geht. Es aber offensichtlich notwendig ist, dass in Pirna mal miteinander gesprochen wird, wie miteinander gesprochen wird. Rund 100 Menschen folgten der Einladung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vertreter von Vereinen. Auch alle Stadtratsfraktionen waren vor Ort, allein die AfD war offiziell nicht da, geisterte dennoch vermummt über das Altstadtpflaster. Am Gespräch beteiligten sich andere, viele, mit Sorgen, Meinungen, Ansichten. Was mich ein bisschen besorgt ist, dass die Menschen, die sich montäglich zusammenfinden, gelabelt werden als, gibt es ja viele Bezeichnungen, Covidioten, Reichsbürger, was auch immer. Ich war einmal dabei, habe mir das angeschaut und Herr Hanke, ich habe so das Gefühl, das ist jetzt kein Auftrag oder so, aber ein Gefühl, dass Sie sich vielleicht in einer Art und Weise vor die Bürger von Pirna schützend stellen müssen und sagen, das sind nicht alles Idioten, das sind nicht alles Rechtsradikale oder irgendwelche sagen. Das, was in den Medien als ungeimpft hingestellt wird, sind Menschen, die überwiegend nicht gegen Corona geimpft sind oder gegen Covid-19 geimpft sind, die aber ein durchaus gefülltes Impfbuch haben. Ich erlebe auf der einen Seite das kleine Café auf der Schmiedestraße, ja, da sind wir uns sehr einig in den Maßen. Ich sehe auf der anderen Seite an einer Kneipe Sprüche von dem Altbundeskanzler oder von der Weißen Rose, die aus dem Zusammenhang gerissen gegen für mich verständliche Maßnahmen der Regierung gerichtet werden. Das kann ich schwer akzeptieren, das kann ich schwer aushalten. Und dort zu sprechen fällt mir, gebe ich zu, auch schwer. Ich erwarte einfach, dass es Regelungen gibt, dass ich über mich, über mein Leben, über meinen Körper selber bestimmen kann und es nicht von irgendwelchen anonymen Experten, ich will jetzt keine Namen nennen, sondern meine behandelnden Ärzte, die betreuen mich und die haben mich über die letzten 10 Jahre gut beraten und daran halte ich mich, nicht an die Weisungen eines Herrn Lauterbach oder wie sie alle heißen. Ich erlebe es vor allem in der Jugendarbeit, da bin ich tätig, dass Jugendliche eine Perspektive brauchen, die praktisch über 2-wöchentliche Maßnahmen hinweggehen, die in dieser Pandemie jetzt getroffen werden müssen. Und da merke ich, dass es Jugendlichen immer wieder schwerfällt, auch Maßnahmen nachvollziehen, mitzutragen, weil sie selber seit 2 Jahren zu kurz gekommen sind. Wenn sie dann permanent von Covidioten, Aluhutträger, Wissenschaftsleugner sprechen und dann kommt peu à peu, aber scheibchenweise raus, doch keine jahrelange Immunisierung, sondern jetzt nur noch ein paar Monate. Und wir impfen mit einer Wuhan-Variante, wo wir aber schon bei der 11. Mutation sind. Dann brauchen Sie sich doch nicht wundern, warum die Leute durchdrehen. Das Gesprächsangebot der Stadtverwaltung, für viele kommt es zu spät. Oberbürgermeister Hanke jedoch verweist auf die Gesetzeslage. Erst seit einigen Tagen sind größere Zusammenkünfte wieder erlaubt. Erst jetzt lasse es die Corona-Lage wieder zu, mit größeren Gruppen ins Gespräch zu kommen. Wir können uns natürlich, dafür ist es eine Demokratie, wir können uns nicht außerhalb der Gesetze bewegen. Daran sind wir gehalten, daran sind Sie auch gehalten. Und da bitte ich einfach darum, dass das auch eingehalten wird. Mit den Menschen der Stadt möchten die kommunalen Entscheidungsträger im Austausch bleiben. Wege dafür gibt es verschiedene. Also mein Plädoyer für Gespräche und ich weiß es auch von meinen Kollegen aus den anderen Parteien, unsere Türen sind offen. Wir bieten Gespräche an, wir bieten den Bürgerdialog an, nur er wird nicht so wahrgenommen. Auch das vielleicht mal zurückgespiegelt.
Ist auch immer eine Frage tatsächlich, ne? Gesprächsangebote, werden sie angenommen? Wir haben heute die Situation, die Kameras sind hier, wir hatten es ja im Vorfeld, es kommt auch nicht jeder gerne und äußert sich so öffentlich. Deswegen gibt es, glaube ich, auch durchaus die Möglichkeit, das direkte Gespräch zu suchen mit der Politik, der Stadtverwaltung und der Stadtspitze. Der öffentliche Bürgerdialog auf dem Marktplatz ist als Auftakt zu verstehen. Weitere Gesprächsrunden sollen folgen. Zu den 100 auf dem Marktplatz anwesenden Gästen gesellten sich binnen 24 Stunden rund 1000 Zuschauer, die das Gespräch im Internet anschauten. Die 90-minütige Gesprächsrunde ist auch weiterhin online abrufbar auf der Homepage der Stadt Pirna und dem Online-Angebot von Pirna TV.